Das neue Jahr hat begonnen und schon gibt es zwei neue Sets. Welche Karten sind drin und ist das überhaupt relevant? Das schauen wir uns jetzt an. Ja, wir haben zwei Sets. Das eine jedoch ist kein offizielles Set, denn es ist ein OTS-Pack. Aber wir fangen natürlich an mit Legendary Duelist Season 2. Ja, letztes Jahr hatten wir ja Season 1, jetzt natürlich Season 2. Und wie zu erwarten, sind eben die Karten drin aus dem dementsprechenden Set. Und zwar steht hier auch schon drin White Dragon Beast, Sisters of the Rose sowie zwei neue Karten. Zu den zwei neuen Karten kommen wir gleich natürlich. Letztes Mal hatten wir da die, ja, Chinzo Harpien Support quasi. Also dieses Chinzo Exceed und dieses Harpien Synchro Monster ähnliches. Und hier eben zwei neue Karten. Eine Blue-Eyes-Karte, ja, Blue-Eyes bekommt ihn direkt Support, und eine Galaxy-Augen-Karte, die gar nicht mal so schlecht ist. Aber ihr seht schon, Raritäten sind zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Videos noch nicht bekannt. Das bedeutet, ich kann leider nicht sagen, welche Seltenheitsstufe jetzt welche Karte hat. Was aber sicher ist, das Set besteht aus Secret Rares, genau zu sein 10 Stück, 30 Ultra Rares und hier, ganz wichtig, wir haben wieder die Color Ultra Rare, das bedeutet Blau, Grün, Violett oder Normal. Ja Leute, die bunten Schriftzüge kommen wieder zurück. Ah ja, was ist das Set eigentlich? Das Set ist, wie gesagt, ein Zusammenschluss aus den Karten, die oben stehen. Also ein Reprint-Set quasi, mit Ausnahme eben von diesen zwei neuen Karten. Und wir gucken uns das Ganze einfach mal an. Wir sehen hier Blue Eyes, also klar, ne, wie gesagt, ne, es ist ja aus den Sets, White Dragon Beast, da war ja Blue Eyes ganz viel, Sisters of the Rose, Bazüge und Pflanzen und ja, gucken wir uns das Ganze eben, wie gesagt, an. Wir haben hier einfach Blue Eyes, Kaibermann, Köderdrache und so, ganz nett. Alternativer blauäugiger weißer Drache, das ist natürlich sehr, sehr geil und sehr nicer Support, beziehungsweise Support hier im Sinne natürlich gemeint von Reprint. Dann haben wir hier halt alle Karten eigentlich, die man so haben will. Dann Chaos Max, auch sehr, sehr wichtig, denn wir kommen gleich zu der Karte, hier seht ihr es schon, das ist die Karte, die neu ist, kommen wir gleich zu, dann eben noch alle anderen Ritualkarten, dann ebenfalls, was sehr cool ist, das Fusionsmonster, den Twin und noch das Synchromonster, sehr, sehr nice und dann gehen wir weiter, also das sind alles so Karten, wo man sagt, ja, braucht man jetzt nicht, aber da kommen wir zu Karten wie Bingo Machine. Bingo Machine bekommt hier seinen coolen Reprint und das ist natürlich sehr cool, denn Bingo Machine ist doch eine sehr teure Karte, dafür das Blue Eyes natürlich eher ein Fun-Deck ist. Kommen wir mal zur neuen Blue Eyes Karte, das ist die hier, bläuige Abgrunddrache, 2-5, 2-5, ja, erinnert ihr ein bisschen an den Stats von diesen anderen Drachen, dessen Namen ich gerade jetzt nicht weiß, das ist natürlich super, und zwar Drachengeist, genau, so hieß die schöne Karte, ja, auf jeden Fall Effekt. Falls diese Karte als Spezialbeschwörung beschworen wird, du kannst deiner Hand einen Ritualzauber oder Polymeration von deinem Deck hinzufügen. Das bedeutet also ganz klar, dass eben ihr einfach jetzt Ritual searchen könnt. Vorher war es ja so, dass Blue Eyes eigentlich eher so, ja, Blue Eyes halt ist mit Synchro, vielleicht Fusion noch. Und dann auf einmal kam ja dazu Ritual. Und ja, jetzt hat man so ein bisschen das kombiniert halt. Außerdem, während deiner Endphase, du kannst deiner Hand ein Drachenmonster der Stufe 8 oder höher von deinem Deck hinzufügen. Auch hier, Searcher, sehr, sehr, sehr nice, sehr cool. Leider erst in der Endphase, was sie meh macht. Aber man muss natürlich bedenken, man kann ihn spezial beschwören mit den Steinen. Dementsprechend, du kriegst eben den Search für die Ritualzauberkarte und dann noch den Search des Monsters, weil wir eh in der Endphase sind. Das bedeutet also, dass wir quasi nächsten Zug schon, ja, beide Teile haben, um Ritualbeschwörung durchzuführen. Ziemlich, ziemlich cool auf jeden Fall. Du kannst diese Karte von deinem Friedhof verbannen. Alle Drachenmonster der Stufe 8 oder höher, die du kontrollierst, erhalten 1000 ATK. Und auch hier für Chaos Max sehr, sehr guter ATK-Push. Sehr, sehr cool also. Du kannst jeden Effekt von bläuigen Abgrunddrachen nur einmal pro Spielzug verwenden und du kannst die Effekte nur aktivieren, solange sich bläuiger weißer Drache auf dein Spielfeld oder in deinem Friedhof befindet. Und ja, ich sag mal, Friedhof ist eigentlich relativ leicht oder Spielfeldseite. Ja, mal hat man auch ein Blue Eyes auf dem Feld. So ist das ja nicht. Ja, ziemlich nette Supportkarte. Wie gesagt, spielt natürlich mehr in die Ritualzauberdecks, also eben mit Chaos Max rein. Kann man natürlich aber auch theoretisch zum Fusionieren benutzen. Was hier sehr, sehr, sehr schade ist, diese Karte ist halt einfach kein Blue Eyes auf dem Feld oder ein Friedhof. Das würde der Karte nochmal das
extra gegeben, was die Karte ultra krass machen würde. So ist sie nur nice to have. Ja, dann gucken wir uns jetzt an. Cyberdrachen bekommt hier auch nochmal schöne Reprints. Wir haben den Nächsten als Reprint. Wir haben die Fusion für den Sieger ebenfalls als Reprint drin. Also sehr, sehr cool, was das schon mal angeht. Einfach mal eben hier so ein bisschen Cyberdrachen Reprints. Sehr, sehr nice. Dann haben wir hier Blackwing Support. Auch nochmal cool, hier eben nochmal die Reprints drin zu haben. Vor allen Dingen natürlich unseren Rüstungsmeister. Auch sehr, sehr cool. Dann haben wir Galaxy Eyes. Und ja, was soll ich zu Galaxie-Augen sagen? Ein Deck, was theoretisch unterschätzt ist. Es ist nicht so konstant wie alle Decks. Es ist anfällig gegen gewisse Handtraps. Aber es kann mehr machen, als man vermutet, und kann durch mehrere Handtraps manchmal spielen. Also ein Deck, was theoretisch sogar echt stark ist. Problem ist, die beste Karte des Decks ist nicht searchbar. Ist natürlich schade, aber ja. Erstmal hier auch sehr cooler Reprint. Wir haben den Orbital als Reprint. Auch sehr gut, also eigentlich ist klar, ne? Also man sieht's ja. Und wir haben eine neue Karte, gehen wir gleich drauf ein. Und eben nochmal hier die Exes als Reprint, auch sehr, sehr nice. Und eben die Zauberkarten. Kommen wir natürlich jetzt zum Monster. Und zwar Galaxie-Augen, Nachtglimmerdrache und Artwork schon mal. Sehr, sehr nice. Stats auch sehr, sehr nice. Effekt. Falls du ein Galaxie-Augen-Monster kontrollierst, du kannst diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand in Verteidigungsposition beschwören. Sehr nice. Super Effekt, easy zu bespüren, let's go. Falls diese Karte von einem Exceed-Monster abgehängt wird, um den Effekt des Monsters zu aktivieren, was ja quasi immer passiert, du kannst einen Galaxie-Augen-Photon-Drache von deiner Hand oder deinem Deck nehmen, alter Deck, beste Effekt schon, und entweder als Spezialbeschwörung beschwören oder als Material an das Exceed-Monster anhängen, das du kontrollierst. Dann, falls du diesen Effekt während der Battle-Phase aktivierst, verdoppelt die ATK aller Nummer Exceed-Monster, die du kontrollierst. Du kannst den Effekt von ihnen nur einmal pro Spielzug verwenden. Ja, da ist auf jeden Fall ganz klar, dass der Effekt ziemlich, ziemlich gut ist für das Deck. Denn, sind wir ehrlich, ja, das Deck hat ja, wenn die Exceeds halt den Photondrachen dran haben, haben sie eben besondere Effekte und dafür muss man erstmal einen Photondrachen aufs Feld kriegen. Natürlich gibt es genug Möglichkeiten, ihn spezial zu beschwören, aber hier können wir einfach for free, quasi for free, ausrüsten vom Deck und das ist natürlich sehr, sehr stark und vor allen Dingen der Verdopplung-Effekt hier mit der ATK kann sehr relevant werden und die sind ja so schon sehr stark und dann halt nochmal Verdopplung, ja, so 8000er Beatstick ist dann doch schon sehr, sehr nett. Super Supportkarte, leicht zu beschwören, löst ein bisschen das Problem mit dem Photondrache, finde ich sehr gut. ATK Boost ist nice to have, ist noch extra drauf, super Karte, finde ich gut. Super geiler Support auf jeden Fall. Ja, und dann kommen wir halt jetzt nur noch zu Reprints, die neuen Karten hatten wir jetzt ja alle quasi. Und da sehen wir halt, ja, Beast Actor Harpie, auch nochmal richtig schön jetzt hier Harpie in the Straight, alles nochmal schön hier, ja, der Cyber Harpie, auch guter Reprint natürlich, der Hausdrache, dann halt die 1, 2, 3 und dann, ne, Challenger, alle nochmal, super geil, also hier Harpie, Leute, go for it, wir haben hier alles, irgendwie ist dann halt die Field Spell, dann natürlich hier unsere super schöne Zauberkarte und allgemein halt alles nochmal reprintet, auch hier sehr, sehr geil, dass wir hier Federsturm nochmal reprintet bekommen, sehr, sehr nett auf jeden Fall, kann man auf jeden Fall machen. Ja, dann bekommen wir hier nochmal Cyber Angel Reprints, ja, ganz ehrlich, braucht man nicht, also klar, Cyber Angel Spiel, aber ist jetzt nicht so, also da ist kein Benden drin, hatten wir jetzt ja auch gerade. Dann haben wir Plant Support halt, also mit den Roos, auch sehr cool, dass wir hier Roos nochmal haben. Ja, Dragon Link ist jetzt nicht mehr so wichtig, aber ja, why not? Nochmal ein Black Roos, nochmal Moonlight, das ist cool und natürlich nochmal das Mädchen, auch sehr guter Reprint natürlich. Und dann eben noch die restlichen und natürlich bei den Trains auch nochmal sehr geil. Juggernaut-Liebe und Fahrplan. Sehr gute Reprints natürlich. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Top-Karten, waren auch gar nicht so billig. Trains ja auch Liebe vor allen Dingen. Auch eine Karte, die ja auch in anderen Decks gespielt wurde, wie zum Beispiel in Eldlich. Super Reprints und nochmal Lunar Light Support. Ja, Tiger's Ban, ja. Shit happens, ne? Ja, dann kommen wir noch zu einem anderen Pack. Das war jetzt Legendary Duelist Season 2. Aber wir kommen noch zu einem anderen Set. Und zwar zum OTS-Pack, wie ich gesagt habe. Das kommt ja indirekt nicht raus, weil man es sich ja nicht kaufen kann, sondern nur eben bekommt, wenn man eben an ein OTS-Turnier teilnimmt. Also ein Store, der ein OTS-Programm mitmacht. Und wir sehen hier schon, es gibt 2 Ultimate Rares, die angekündigt sind. Und 4 Super Rares. Und ja, die eine Ultimate Rare seht ihr bereits schon. Ja, was soll ich sagen? Halbrifax oder Faxen oder Needlefiber oder wie man auch immer nennen will, ja, Ultimate Rare. Sagt uns das einiges vielleicht, dass diese Karte noch ein bisschen länger in der Meta sein wird? Auf jeden Fall in Ultimate Rare, ziemlich, ziemlich krass eigentlich und noch eine Karte, wo wir leider kein Bild zu haben, bewaffneter Drache Level 10 in Ultimate Rare.
Das ist wiederum cool für eben die entsprechenden Leute, die Sammler sind oder eben natürlich auch für die Leute, die dieses Deck spielen. Sehr, 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 sehr nice. Dann haben wir hier nochmal Dogmatiker Bestrafung in Super Rare. Sehr geil, ein bisschen High Rare Rarität. Dann Dragon, auch nochmal ein Super Rare, auch haben wir gebraucht. Dann jetzt natürlich Zodiac, auch Teil der Meta, auch nochmal eine Super Rare Support, sehr, sehr cool. Also Support im Sinne von, sieht optisch halt besser aus. Und zu guter Letzt, Weltvermächtnis Spielmarke, wir bekommen eine neue Spielmarke. Immer nett, ich meine, wir haben ja immer Spielmarken drin gehabt und das sind bisher die bekannten. Ja, jetzt ist die Frage, was wird die letzte Ultimate Rare? Vermutlich eine Handtrap, wahrscheinlich Ghost Reaper, man wird sehen, also Winter Sherry. Man wird sehen, Ash wartet natürlich alle drauf, aber wir werden eben sehen, was die letzte Ultimate Rare ist und was vor allem die Commons sein werden. Dann, das ist ja auch nochmal interessant, aber ihr werdet hier auf jeden Fall auf den Laufenden gehalten, wenn wir wissen, welche Karten hier noch alle drin sind. Wie gesagt, OTS-Packs kann man nicht kaufen, außer jemand anderes verkauft sie halt, aber generell bekommt ihr sie eben nur auf einem Turnier, wenn ihr eben teilnimmt. Ja, das war der kleine Überblick hier eben übers OTS-Pack und eben Legendary Duelist Season 2. Was haltet ihr von den beiden Sachen? Ich finde eigentlich ziemlich cool. Legendary Duelist ist zwar ein Pack, was nur Reprints hat, aber Reprints sind gut, um das Spiel eben attraktiver zu machen, indem gewisse Kartenpreise eben fallen. Also, wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare, was ihr von den Ganzen haltet. Und ich würde sagen, das war's von mir und bis bald!